Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe relativ viel zu tun, ich muss jetzt gleich lernen, habe mir mein Frühstück hier hingeholt, werde das auch tun, aber später fahre ich auf jeden Fall noch zu Lina, dann kochen wir gemeinsam. Genau, und deshalb würde ich einfach vorschlagen, wir machen so wie letztes Mal, wir schauen einfach, was der Tag so bringt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und melde mich nach dem Lernen. Ich bin jetzt fertig. Ich werde jetzt nochmal fix meine Wäsche machen und dann fahre ich zu Lina. Das ist ja lustig. Na? Ein bisschen beobachtet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Sarah hat das einfach so gesagt. Und dann bin ich auf einmal auf die Idee gekommen, Thermomix zu kaufen. Und dann habe ich aber gedacht, wie, das ist ganz schön teuer. Und dann habe ich bei Kleinanzeigen geguckt. Und dann habe ich dieses Prachtexemplar gefunden für die Hälfte. Und der funktioniert 1A. Ich habe gestern schon Pesto darin selber gemacht. Und ja, genau, heute probieren wir ihn dann mal richtig aus und kochen damit. Sehr gut, machen wir. Wir müssen jetzt mal überlegen, was wir heute kochen wollen. Aber wie gestellt willst du sein? Aber das Kochbuch ist eigentlich für den Arsch. Ja, ich gucke ja jetzt mal eben durch. Lass uns lieber mit der App kochen. Tja, aber vegetarische Gerichte. Reis, ja, toll. Dann lass uns in der App gucken. Worauf hättest du denn Hunger? Ja, das weiß ich noch nicht. Können wir irgendwas so was machen, was auch ein bisschen gesund ist? Ist es nicht alles hier gesund? Weiß ich nicht. Willst du mal durchgucken? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin auch, glaube ich, ein Picky Eater. Vielleicht war ein Thermomix doch nicht so eine gute Idee. Chili Sin Carne. Das wäre mir wahrscheinlich zu scharf. Chili con Grünkern. Doch ein richtig einfallsreicher Name. Ja, wirklich. Willst du jetzt einmal erzählen, wofür wir uns entschieden haben? Genau, cremige Mienudeln. Sieht gut aus. Mhm. Dafür kaufen wir jetzt die Sachen ein. Meinst du, wir kriegen das hin? Das ist doch mit dem Thermomix. Gibt es da nicht eine hundertprozentige Gelinggarantie? Das weiß ich nicht. Wie war das? Ja. Jetzt geht's los. Einer hat mich letztens auch gefragt, Entschuldigung, wissen Sie, wo Dinkelnudeln sind? Und ich dachte mir so, das war so ein älterer Mann. Und dann dachte ich so, denkt der, ich arbeite hier? Ich weiß auch nicht ganz genau, wo Dinkelnudeln sind. Dann habe ich gesucht mit ihm. Das war ein bisschen, weiß ich nicht. Sollen wir Sojasauce nehmen? Wenn du das versteht, ja, oder? Weil ich nämlich einmal Sojasauce probiert habe und da fand ich es nicht so geil, muss ich sagen. Irgendwo hier muss auch Erdnussmus sein. Okay. Boah, was haben wir denn alles gekauft? Wie viel war das? Ich dachte erst, das wäre Kaugummi. Da snack ich mir jetzt erstmal ein paar von. Ja, mach das. Können wir gleich direkt anfangen zu kochen. Dann machen wir das Ganze hier mal an, ne? Mhm. 20 Gramm Ingwer, frischen dünnen Scheiben. Ja. So, bis jetzt haben wir schon geschnitten Paprika, Pilze, genau so heißt das, haben Limetten und Knoblauch schon drin. Und Koriander. Und Ingwer. Ja, schauen wir mal, was wird. Jetzt wird das gerade erhitzt auf 100 Grad und ein bisschen rumgedreht, könnte man sagen. Warum ist hier jetzt eine Fruchtfliege? Nervt mich ja jetzt schon wieder. Ist einer reingefallen? Ja, einer reingeplumst. Ich habe Muffins gebacken. Ja, Laurin wollte einen Muffin probieren und dann ist einfach der Muffin ins Waschbecken gefallen. Ja. Ich würde da einfach mehr Brokkoli reinfetzen. Dann fetze ich da mal mehr Brokkoli rein. Reinorgeln. Vielleicht ist es doch ein bisschen viel. Ich kann es nicht einschätzen. Nee, lass uns das doch nicht reinmachen. Also gar nichts mehr? Nee. Boah, ich bin ja so gut. Oh nein, jetzt sind es 501. Trotzdem krass. Ja, richtig krass, ne? Sind schon bei Schritt 18 von 30. Ja, ist doch gut. Und jetzt habe ich hier überall. Mienudeln. Ja. Sieht auf jeden Fall schon gut aus hier. Jetzt haben total. Wir. Total, riecht auch richtig, richtig gut. Wir machen da jetzt eine Packung Nudeln rein. In der Hoffnung, dass
dass das passt. Huch! Essen ist fertig. Ding, 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 ding! Cremige Mienudeln abschmecken. Auf 4 Teller verteilen. Verteilen es nur auf 2 Teller. Finde ich gut. Kommt überall hin. Ah ja. Broccoli. Bist du stolz? Ja, schon. Auf eine Nudel getreten. Das ist anders. Vorsicht! Nein, alles gut. Oh, ich krieg hier schon. Dann schauen wir mal, was der Thermomix uns da so Schönes zubereitet hat, ne? Ich bin gespannt. Meinst du, es ist scharf? Ich glaube nicht. Wie viel Geschmack hat das bei dir? Also es ist auch lecker, keine Frage, aber ein bisschen wenig Geschmack. Was sagst du auf einer Skala? Boah, ich würde schon sagen eine 8 von 10 eigentlich. Okay. Ich hätte so gesagt so eine 6 bis 7. Und wenn wir das nächste Mal noch ein bisschen anders würzen und so, dann auf jeden Fall auch eine 8 bis 9 oder so. Ist dir auch so warm? Dann machen wir uns jetzt noch einen schönen Fernsehabend, ne? Okay. So, ich bin inzwischen auch schon wieder zu Hause und habe das Video schon so gut wie fertig geschnitten, aber da ist mir aufgefallen, dass ich noch gar nichts fürs Ende gesagt habe. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr das Video sehr gerne liken oder ein Abo dalassen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.